Seid gegrüßt und seid willkommen zu For the Crown, dem Hause Falkenstein und zur kleinen Preview. Im Anschluss erwartet euch ein vollständig gespielte Schlacht als Let's Play. Folgt den Timestamps im Video für die jeweiligen Kapitel. Ich zeige euch, was ihr vom derzeitigen Early Access erwarten könnt und ob es sich schon für den einen oder anderen lohnen könnte. For the Crown wird derzeit von einem einzigen Entwickler aus den Niederlanden entwickelt, mit dem ich derzeit in Kontakt stehe und dankend das Spiel kostenlos erhalten habe. For the Crown handelt entsprechend von den Kämpfen während der Friso-Holländischen Kriege des 13. Jahrhunderts und bietet eine Strategiekampagne und große Schlachten. Kämpfe mit deiner Armee in Third-Person-Kämpfen und kommandiere deine Truppen. Es bestehen Ähnlichkeiten zu Mountain Blade sowie Total War. Es ist möglich, seine eigene Fraktion anzupassen und das Aussehen vom eigenen Charakter. Zu Beginn einer Schlacht wird Total War typisch die Aufstellungen vorgenommen. Einheiten werden taktisch platziert, Kavallerie beispielsweise an den Flanken. Mit der Spielwährung lassen sich optional auch Verbesserungen kaufen wie Feuerpfeile, Pfähle für Bogenschützen oder Belagerungsgeräte. Der Kampf startet und selbst wird in der Charakterperspektive gewechselt. Und ein Mix aus Mountain Blade sowie Total War ermöglichen das direkte Eingreifen im Gefecht und mit Hilfe von verschiedenen Taktiken das Blatt zu den eigenen Gunsten zu wenden. Hier sei gesagt, dass diese Mechaniken noch nicht ausgereift sind im derzeitigen Early Access und komplexere Formationen sowie weitreichende Befehle noch nicht möglich sind. Mir persönlich gefällt der Ansturm der Einheiten. Wuchtig prallen die Formationen aneinander und Speere der Kavallerie zerschellen. Der eigene Charakter kann vom Pferd absteigen, wechseln zwischen Schild und Schwert auch zu einer Zweihandhaltung. Im Nahkampf blocken, ausweichen, sprinten und diverse Finisher sind möglich. Mir persönlich gefallen die Finisher-Animationen und hier könnte Mountain Blade gerne noch nachsteuern. Dennoch ist der Kampf noch nicht angenehm zu steuern. Smooth und einfach geht die Steuerung nicht gänzlich von der Hand. Bogenschützen sowie Armbrustschützen haben voreingestellt einen Plänkler-Modus und flüchten aus einem Nahkampf oder vor nahen Einheiten. Dies ist noch ein wenig unausgereift und die Bogenschützen fliehen viel zu weit weg und schließen sich nicht wieder automatisch den Kampf an. Pfeile sind gut animiert und Einschläge sind wuchtig und geben Trefferfeedback. Generell sind die feindlichen Einheiten schlau sowie klug agierend, Flankenangriffe oder auch individuelle Abwehr durch Schilde und dem Dodgen gegenüber dem Charakter spielen sich gut und selbst muss taktisch manchmal umgedacht werden. Wenn eine Schlacht gewonnen wurde, wird diese anhand von Punkten und einem Levelsystem für den Charakter zusammengefasst. Kommen wir nun zur Übersicht der Strategiekarte. Die ersten Ansätze sind gut, aber auch hier merkt man den Early Access Status. Die Steuerung und Ansicht ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dörfer sowie Festungen sind über festmarkierte Wegpunkte verbunden und nur zwischen diesen Wegen lassen sich die Truppen entsprechend verschieben, ähnlich wie beim Brettspiel Mühle. Je größer die Truppen oder je weiter der Weg, umso höher ist der Nahrungsverbrauch, oben rechts angezeigt. Feindliche Siedlungen können nicht übersprungen werden. Dies gibt andere taktische Ansätze, sodass nicht jede Siedlung unbedingt eine Garnison zur Verteidigung benötigt. In dem Menü einer Siedlung kann wahlweise Truppen rekrutiert werden, in der Garnisonsansicht oder in der Siedlungsansicht lassen sich Gebäude ausbauen. Das Ausbauen von Gebäuden bringt Boni mit sich. Je größer die Ausbaustufe einer Festung, umso bessere Einheiten lassen sich rekrutieren. Ebenso lässt sich ein Fokus bei der Siedlungsverwaltung setzen. Handelfokus bringt mehr Einnahmen, wohingegen Wachstumsfokus plus Punkte auf Bevölkerung und öffentliche Ordnung hat. Defensiver Fokus hingegen verstärkt die Verteidigung. Nach dem Beenden einer Runde schreitet die Zeit quartalsweise voran und es lassen sich im Thronsaal Befehle bzw. Gesetze für die jeweilige Saison bestimmen. Beispielsweise die Verbesserung von Militär oder wenn eine Seuche ausgebrochen ist, lässt sich über die Gesellschaft auch medizinische Versorgung gegen Geld freischalten. Im gezeigten Beispiel wurde eine Handelsmission befohlen, die zusätzlich Geld einbringt, um davon Gebäude auszubauen oder neue Truppen zu rekrutieren. Ziel der Kampagne ist es, die Vorherrschaft über die Niederlande zu erlangen und König von allen Fraktionen zu werden. Bevor wir nun in das Let's Play der Schlacht einsteigen, so sei euch gesagt, ich freue mich auf eure Fragen und Feedback in den Kommentaren. Gerne auch für den Entwickler, ich werde diese sammeln und weiterreichen. Ebenso könnt ihr für weitere Informationen und letzte Updates zu den Patches auf meine Homepage gehen und dort zusammengefasst nachlesen. Relevante Links
sind wie gewohnt in der Videobeschreibung. Ich selbst bin schon sehr gespannt, wie gut die Entwicklung voranschreiten wird. Es hat auf jeden Fall Potenzial, das Warten auf ein neues Total War Medieval oder Verbesserungen der Diplomatien in Mountain Blade zu verkürzen und den ein oder anderen Fan positiv stimmen zu lassen. Das ambitionierte Ziel von einem Jahr zum vollständigen Release halte ich jedoch noch etwas unrealistisch, da das Spiel derzeit ein wenig unrund läuft, die unterstützte Controllersteuerung nicht gänzlich funktioniert und die Strategiekarte weiter ausgebaut werden sollte. Spannend, wohin diese Entwicklung gehen wird. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Let's Play Part. So habet Dank und gehabt euch wohl, euer Jorik Aurelius. Dadurch, dass dort hinten die Kavallerie steht, werden wir mit unserer Kavallerie und einer Nahkampfeinheitstruppe dort entsprechend angreifen, damit wir die feindliche Kavallerie direkt binden können. Die Bogenschützen werden wir mal hier so setzen. Wir dann gleich diesen auf den Hügel die Stellung hier beziehen. Das ist so leicht hügelig hier. Da ist dann der ganze Pulk von den entsprechenden Infanteristen. Ah, ich denke, so geht das, glaube ich, ganz gut. Und dann hier auf diesen Hügel können dann da hinschießen. Wir werden dann noch uns hier Feuerpfeile kaufen, die dann entsprechend ein bisschen mehr Schaden gegenüber der Infanterie darstellen. Dann kann man auch noch den Bogenschützen solche Pfähle einsetzen für die Währung. Oder man kann jetzt auch Trebuchet natürlich kaufen. Aber wir möchten jetzt gerne hier die Feuerpfeile haben. Und dann startet man in das Gefecht. Genauso ähnlich wie Mountain Blade. Ah, man kann dann hier entsprechend reiten und jetzt gleich die Befehle erteilen. Hier sind schon die Feuerschalen entsprechend aufgelistet. So, dann sollt ihr mal hier ein bisschen vorwärts. Das ist die 1 hier. Wir sollten ein bisschen hier so ran. Oh. Genau, unsere Bogenschützen schießen jetzt. Die feindliche Kavallerie kommt schon hier an. Ich denke, dann werden wir unsere Kavallerie hierhin begeben. So, und ihr geht jetzt hier direkt in den Angriff. So, die feindlichen Einheiten greifen auch schon an. Dann werden wir uns jetzt erstmal hier auf die Kavallerie konzentrieren. So, unsere Kavallerie geht auch in den Angriff. Wir entsprechend auch. Und werden auch direkt den ersten vom... das tat weh. So. Nee, das ist einer von uns. Auch welche von uns. Nee, die anderen. Ach, die flüchten, glaube ich, schon, ne? Ja, dann können unsere Kavallerie hier hin. Die können jetzt hier noch mit drauf. So, ihr geht jetzt auch in den Angriff. Und jetzt werden wir quasi die Kavallerie wahrscheinlich so setzen, dass sie dann schön von hinten reinstürmt. Wo sind unsere Bogenschützen? Die sind mal wieder hier weggelaufen. Diesen blöden... So, die Kavallerie geht in den Charge. Stürmt! Und reitet sie nieder. Lanzen runter. Ah, jetzt gehen die richtig schön in den Pulk rein. Und ich denke, das sollte dann auch der Sieg sein. Wir werden dann mal hier an dieser Flanke mit aushelfen. Gehen dann mal vom Pferd runter. Wenn ich das richtig sehe, ist da sogar... Ach, guck mal hier. Der feindliche Lord. Man kann sogar auch einen Schildstoß ausführen. Au, jetzt hat er... Wollte gerade auch selber schlagen.
Hat er gut abgeblockt? Na? Eine gute Combo. Ich hoffe, unsere Einheiten kommen gut klar. Der Kampf der Giganten. Lord vs. Lord. Au. Da habe ich so spät geblockt. Also man kann auch gegendashen mit dem Block. Ja, wir haben ihn verwundet. Schade. Er rennt jetzt weg. Er geht jetzt flüchten. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Schauen wir mal, was unsere Truppen überhaupt sagen. Okay, wir machen nochmal alle in den Angriff. Mal einfach durchklicken. Ich glaube, wirklich Probleme haben wir nicht mehr. Nee. Ich glaube, es ist nur noch hier diese eine Einheit. Obwohl, wir könnten ja sagen, dass die Kavallerie nochmal von hinten... Weil die sollen nochmal hier hin. Und dann können die nochmal neu anstürmen. Nämlich hier in diesen Pulk hier rein, glaube ich. Ja, wir werden das so machen, dass die Kavallerie hier... Glaube ich, das ist ganz gut. Dann können die hier nochmal rein. So, richtet euch aus, Männer. Männer Falkensteins. Aus dem Hause, Falkenstein. Stürmt voran. Oh, einer hat sogar noch eine Lanze. Boah. Zack. Ja, das sollte es dann gewesen sein. Ja, ein bisschen vorsichtig. Ah, kommen die jetzt schon hier im blöden Speeren auf uns zu? Hat er gut gedasht? Oh, unsere Kavallerie flieht, warum auch immer. Oh, ein Finisher! Bam! War natürlich jetzt super stark. Ja, okay, unsere Kavallerie ist ein bisschen... Was machen denn unsere Bogenschützen wieder da hinten? Hier, mach mal. Geht mal in den Angriff. Geht mal hier hin. So, mach die doch mal hier fertig. Aber was ist mit unseren Bogenschützen hier schon wieder los? Wirklich. So, aber jetzt hier. Nochmal richtig schön hier rein, Leute. So, man kann sogar auch zweihändisch kämpfen. Verliert natürlich dann den Schild. Aber macht natürlich nochmal eindeutig mehr Schaden. Ein bisschen schubsen. Oh, oh, da haben wir in den Rücken gekriegt. Oh, ein Finisher. Ui. Das könnte sich Mountain Blade ein bisschen abgucken. Ausgucken, wollte ich schon sagen. Abgucken. Warum fliegen jetzt schon wieder Leute von uns? Sind doch eigentlich klar im Vorteil. Aua. Oh ja. Helm. Unsere Bogenschützen sind da hinten immer noch. Können wir die mal so hinmachen, dass sie vielleicht von hinten angreifen? Wäre natürlich auch gut. Ja, die halten echt lange durch, unsere Leute. Die feindlichen Leute, meine ich.
Das ist krass, wie lange die hier durchhalten. Ah doch, jetzt sind sie geflohen. Jo, das müsste jetzt der Sieg sein. Ach, hier ist noch eine Einheit. Eieiei. Und zwei Einheiten, okay. Naja, oh, brutal. Hier hat er den Arm verloren. So, jetzt aber. Ja, das ist der Sieg. Männer. Sehr schön. Und solltet ihr auch Interesse an das Spiel haben, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Eroberung zu den Zeiten dieser holländischen Kriege. So habet Dank, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius.